Schuljahr 2020 müssen immer mehr Kreative, ALG II, Hartz IV, Grundsicherung, Sozialpakete beantragen. Viele der Vogelfreien Freien haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Krankengeld. Unständig Beschäftigte können nicht Mitglied der KSK werden, der Künstlersozialkasse. Bis Anfang 2020 kamen die meisten noch irgendwie durch. Jetzt steht Armut auf dem Spielplan. Erfahrungsberichte gelangen jedoch kaum in die Öffentlichkeit, denn das Armutstabu ist riesig. Deshalb erzählen wir diese Geschichte. Eine Geschichte von vielen. Ich übergehe stillschweigend das vom Jobcenter angeordnete Bewerbungstraining bei einer analphabetischen Schulungsleiterin der Akademie und ich berichte nicht ausführlicher vom Buchhaltungskurs, den ich mit Mathe-Abi schlecht nach 3,5 Jahrzehnten im Theaterberuf mit Bravour und völlig nutzlos unter Strafandrohung zwangsabsolvieren musste. Nein, ich werde mich hier auf das Wesentliche konzentrieren. Seit ich der Armut entronnen bin und in die ehrenwerte Gesellschaft zurückgekehrt, sind rund 10 Jahre vergangen. Doch wie ich höre, sind Betroffene immer noch genauso dran. Deshalb hier eine Zusammenfassung meiner Armutserfahrungen, stellvertretend für viele andere. Nach 37 Berufsjahren wurde ich krank. 2 Jahre später war ich immer noch krank. Meine Rücklagen waren aufgebraucht und ich fand mich nur teilweise arbeitsfähig bei Jobcenter und Armentafel wieder. Grundsicherung ALG 2 Hartz 4 hat mit Anlagen 56 Seiten umfasst. Obwohl alleinstehende Einzelperson galt ich nun als Bedarfsgemeinschaft, nennen wir sie BG 344987. Tatsächlich war die Nummer noch viel länger und komplizierter. In den folgenden 5 Jahren war ich 6-mal unterschiedlich lang im Bezug. 5-mal bekam ich das beantragte Geld nur mit Hilfe der Gewerkschaft. Vom Antrag bis zur ersten Auszahlung vergingen durchschnittlich 11 Wochen. Wer in die Martermühle der Armut gerät, erlebt Unglaubliches. Deshalb werde ich, was ich erzähle, belegen. Kulturprofis und Kreative arbeiten in der Öffentlichkeit. Das macht anonyme Beiträge schwierig. Aber obwohl ich sonst gern Gesicht zeige, werde ich mich bemühen, meine Identität wettbewerbskonform zu verschleiern. Das Geld kam spät. Und es war zu wenig. Die Kosten der Unterkunft, kurz KDU, waren monatlich um ca. 70 Euro gekürzt. Warum? Nun, vielleicht, weil ich im Krankenhaus lag und die sich dachten, die nützt ja ihren Wohnraum gar nicht aus. Wie auch immer, während Klinik- und Reha-Aufenthalt fühlte ich mich einem Rechtsstreit nicht gewachsen.
Als ich mich endlich wieder nach Monaten in der Lage fühlte, einen Überprüfungsantrag zu stellen, war die Frist dafür von 4 oder 5 Jahren auf 1 Jahr heruntergeschraubt worden. Fazit: 400 Euro vom Überlebensminimümchen waren weg. Nach 1 Jahr bei Hartz IV, 11 Bescheiden, 10 Widersprüchen und 1 Sanktion wusste ich, Hartz IV bekämpft nicht die Armut, sondern die Armen. Mein Beitrag, werte Jury, ist zwar kurz, möglichst kurz, aber nicht wirklich kurz. Deshalb nehme ich das Ende lieber gleich mal vorweg. Ich bin nicht mehr von Armut betroffen. Ich hatte Glück. Ich bin wieder gesund geworden, arbeite wieder in meinem Beruf als Ich habe mich verliebt, bin seit einigen Jahren verheiratet und meine Rente ist mit 1000 Euro für eine Frauenrente überdurchschnittlich hoch. Wäre ich allein, nicht ausreichend. Ein Happy End also mit Fragezeichen. Das wäre jetzt ein guter Schlusssatz. Doch da Frauen besonders häufig von Armut betroffen sind und so selten zu Wort kommen, erzähle ich hier noch mehr aus der Schreckenskammer der Gesellschaft namens Hartz IV, stellvertretend für die vielen Frauen, die so wenig Kohle haben und so selten zu Wort kommen. 2 Monate nach Antragstellung, immer noch kein Geld. Ich wende mich an den Bürgermeister meiner Heimatgemeinde. Er fragt nach. Die Amtsauskunft lautet, meine Akte sei verschwunden gewesen. Aber soeben, simsalabim, wieder aufgetaucht. Nachdem auch die Verdi-Rechtsabteilung aktiv wird, erhalte ich 9 Wochen nach Antragstellung die erste Zahlung. Inzwischen hatte ich bereits 2 Monatsmieten berappen müssen. Dazu war ich nur dank eines hohen Überziehungskredits aus besseren Zeiten in der Lage. Aber nicht alle Hartz IV-Beziehenden haben so viel Glück und eine nette Bankfrau. Die Gewerkschaft legt Widerspruch gegen die Leistungskürzung ein. Der Widerspruch bleibt unbeantwortet. Die Angelegenheit vorerst offen. Zum Amt gehe ich übrigens seit langem nur noch mit Begleitschutz. Beendigung der Hilfsbedürftigkeit lautete das vom Fallmanager in der Eingliederungsvereinbarung festgesetzte Ziel. Und das hieß in meinem Fall ja nichts anderes als gesund werden. Aber das lag nicht in meiner Hand. Ja, was ist denn das da? Gucken Sie mal genau hin. Die Interpunktion in diesem Staatsdokument, die schreit ja nach einer Maßnahme in Rechtschreibung. Eine Maßnahme für den Fallbeil, für den Fallmanager. Da, hier. Gesundheitlich geht es mir besser. Ich arbeite bei einem auswärtigen Projekt. Doch die Gage kommt erst später. Das Jobcenter hat zu wenig gezahlt. Und der Tafelausweis nützt nichts, weil er gilt an einem anderen Ort, nicht nur am Wohnort. Als ich nur noch 47 Kilo wiege, kommt ein Freund aus der Ferne, um mit mir einkaufen zu gehen. Aufs Konto überweisen konnte er mir nichts, denn Bankauszüge müssen regelmäßig vorgelegt werden. Wer es noch nicht verstanden hat, jeder Bankeingang wird als Einkommen wieder abgezogen. Ja.
Kleine Episode am Rande. Eine Kollegin hatte gehört, dass ich Kontaktlinsen für die Bühne brauche, aber sie wusste, dass ich keine Kohle habe. Also überwies sie mir spontan 400 Euro. Doch die großzügige Spende, da nicht als zweckgebundene Spende auf der Überweisung deklariert, galt nun als anrechnungsfähiges oder anrechnungspflichtiges Einkommen. Und das Jobcenter hätte mir das Geld wieder abgezogen. Da half nur eine hurtig gefertigte Bestätigung des Theaters über die Notwendigkeit von Kontaktlinsen bei Bühnentätigkeit von Bedarfsgemeinschaft 344987, um dieses Unglück abzuwenden. Tja, da ärgern sich die Teufel. Manchmal hat man eben Glück als armer Mensch. Liebes Publikum, macht Sie das nervös? Ja, mich hat das auch nervös gemacht. Und schlimmer noch, es geht eine Weile noch so weiter. Noch 3 Bezugszeiträume. Und das Allerschlimmste, es geht auch heute noch so weiter. Wie 2011, 2012, 2013. Der Bezugszeitraum, von dem wir jetzt sprechen, war nur kurz. Und ich war krank. Deshalb habe ich den Bescheid nie überprüft. Aber, ja, vielleicht war er ja ausnahmsweise mal korrekt. Vielleicht, wer weiß, kann ja alles passieren. Dank eines Preisgeldes für ein Projekt konnte ich von April bis August 2011 harzfrei leben. Danach musste ich wieder einen Antrag stellen, denn ich war physisch wieder gesund, aber finanziell noch nicht genesen. Staatsalmosen für den 3-monatigen Zeitraum erhielt ich erst gut 2 Monate nach Antragstellung. Wieder war das Existenzminimum widerrechtlich und willkürlich gekürzt worden. Und so legte Verdi für mich Ende Oktober Widerspruch auch gegen diesen Bescheid ein. In diesen Zeitraum fiel ein Gastspiel im fernen Ausland, von dem ich hier sehr amüsant berichten könnte, wenn nicht die Verpflichtung zur Anonymität mir das verbieten würde. Geld für einen Reisepass hatte ich natürlich nicht und musste ich mir borgen, denn sowas ist im Regelsatz nicht vorgesehen. Und ich musste es mir in bar borgen, denn Sie wissen schon, Einkommen, anrechnungsfähiges Einkommen, jeder Bankeingang. Und die Gage war natürlich auch anrechnungsfähiges Einkommen, aber 100 Euro davon durfte ich behalten als Arbeitsanreiz. Die Widersprüche vom Juli 2010 und vom Oktober 2011 waren wie zahlreiche Nachfragen dazu auch 2012 noch nicht beantwortet. Und so musste ich mit Hilfe der Gewerkschaft Verdi im Dezember 2011 wegen der Vorfälle im Jahr 2010 Klage einreichen. Nein, das Widerspruchsverfahren ist erledigt. So, weg da! Doch bevor es zu Gericht ging, gab die Behörde dem Widerspruch plötzlich statt. Anfang 2012 erhielt ich eine Nachzahlung in Höhe von mehr als 500 Euro. Simsalabim! Oh, da kommt noch mehr. Die Summe, die mir 2 Jahre lang vorenthalten worden war, entsprach ungefähr einer ganzen Monatsmiete. Physisch war ich wieder gesund. 2 Monate lang war ich ein harzfreier Mensch und durfte nachts wieder außerhalb meines Wohnortes übernachten, ohne zuvor um staatliche Erlaubnis nachzusuchen. Aber ich hatte während der Krankenzeit Aufträge verloren.
Und so musste ich wieder ein halbes Jahr lang ergänzen und mein Essen bei der Tafel holen, am Restetisch der Nation. Rund 7 Wochen später immer noch kein Geld. Auch der beantragte Vorschuss wurde nicht ausgezahlt, Anfragen nicht beantwortet. 9 Wochen nach Antragstellung reichte ich über Verdi erneut Klage ein. Ich hatte noch einen Überziehungskredit aus besseren Zeiten, aber Kontoüberziehung ist teuer. Deshalb hatte ich schon im Jahr zuvor mein letztes Sparguthaben aufgelöst. Das Guthaben, eher ein Guthäppchen, lag weit unter der Schonvermögensgrenze. Nur weil dieses Geld nun frei war, konnte ich wieder mal 2 Monatsmieten vorstrecken. Doch ob die Transferleistung für die dritte und nicht mehr gesicherte Miete rechtzeitig auf meinem Konto eingehen würde, das war ja ungewiss. Ein guter Freund von gewisser Prominenz wandte sich an den Bürgermeister meiner damaligen Heimatgemeinde. Der wandte sich zum 2. Mal ans Amt. Und auch die Verdi-Rechtsabteilung wurde wieder aktiv und intervenierte. Und schon wurde auch die Behörde aktiv. 11,5 Wochen nach Antragstellung kam das Geld. Von Juli 2012 bis Februar 2013 war ich hartzfrei, ab Mitte September 2012 mit einem 4-monatigen Stückvertrag an einem Theater engagiert. Beim Arbeitslosengeld wird man bekanntermaßen sanktioniert, wenn man den Antrag zu spät stellt. Bei ALG II offenbar auch mal für das Gegenteil. Am 16. Februar 2012 stand ich in der 103. und letzten Vorstellung auf der Bühne. In Anbetracht der immer zu langen Bearbeitungszeiten hatte ich schon einige Tage vorher einen Antrag auf Leistungen zur Grundsicherung ab 1. März gestellt. Kurz danach, nachdem ich diesen Antrag abgeschickt hatte, schickte mir das Jobcenter eine Sanktionsandrohung. Ich dürfe nicht schon vor Beginn der Bedürftigkeit einen Antrag stellen. Es war die Drohung einer Vollsanktion. Stopp! Vollsanktionen sind seit November 2019 nicht mehr erlaubt. Grundgesetzwidrig. Also, nicht mehr erlaubt. Nur noch in Ausnahmefällen. Ja, damals wurden die Nullkürzungen aber noch flächendeckend verteilt. Die Amtsänderung war begründet mit der widerrechtlichen und absurden und verrückten und Begründung, dass man einen Antrag erst stellen darf, wenn man schon bedürftig ist. Aber dann ist doch schon zu spät. Wann soll man denn einen Antrag stellen? Doch wie sehr ich auch im Recht sein mag, ich muss umgehend reagieren, um nicht ohne Geld und ohne Krankenversicherung dazustehen. Denn ist die Sanktion erstmal verhängt, hat Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Und bei einer Vollsanktion war man auch nicht mehr krankenversichert. Und nicht mehr krankenversichert zu sein, das ist eine für mich besonders beängstigende Vorstellung. Ja. Muster wie gehabt. Wer die Rechtsabteilung wird aktiv, Sanktionsandrohung wird zurückgezogen. Gleichwohl beharrt das Amt auf seiner Rechtsposition und so steht bis heute die Frage im Raum, wann Bedürftige eigentlich straflos einen Antrag stellen können. Antrag stellen? Am besten gar nicht, oh no, doch. Es sei denn, man hat Hilfe von großzügigen Kolleginnen, prominenten Freunden, Bürgermeistern, zukünftigen Ehemännern oder von der Gewerkschaft.
Da-di-da-da-da-da-bam-bam-bam-bam-bam. Du-ru, du-ru, du-ru.